Mittwochmorgen, willkommen zurück hier bei uns im Frühcafé bei Hamburg 1. Es ist Mittwoch, das bedeutet, es geht um das liebe Thema Geld. Und vielleicht haben Sie ja gerade vor, ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen. Alles rund um das Thema Baufinanzierung, Hausfinanzierung, das gibt es jetzt. Wissenswerte, nützliche Praxistipps von unserem Experten Ralf Schütt in einer neuen Folge der Geldschau. Denn das war ja auch noch in meiner Frage mit inbegriffen im Prinzip. Woraus lernt man am besten? Aus Tipps von anderen kann man lernen, aber noch besser lernt man, warum auch immer, natürlich aus Fehlern von anderen. Exakt. Vielleicht, weil die einfach prägnanter sind. Ganz genau. Ich schnapp mir das mal ganz kurz hier. Das ist jetzt aktuell, haben wir letztes Mal schon ganz kurz angesprochen, ist heute für die Zuschauer für 99 Cent verfügbar als E-Book. Ja, kommt dann demnächst auch als Taschenbuch. Und hier sind 88 Fehler, sagen wir mal, die schlimmsten, die teuersten, die, wie soll ich sagen, auch vielleicht unbewusstesten Fehler, die man einfach machen kann. Und das ist praktisch nochmal so ein bisschen lockerflockig erzählt, was man alles verkehrt machen kann. Und dann einfach auch der Tipp daraus, wie man es vielleicht richtig machen sollte. Ja? Das klingt heute gut. 99 Cent auf geldschau.de beziehungsweise direkt bei dem großen amerikanischen Online-Buchhändler. Wo findet der Zuschauer Vermittler oder Berater? Ja, wo kann er auch ganz klar selektieren? Und wenn wir da gleich mal reingehen, Berater finden, da gibt es eine tolle Verbraucherplattform, die nennt sich WhoFinance. Und dort kann jeder Zuschauer eben wirklich suchen und sagen, okay, er sucht einen Versicherungsvermittler, er sucht einen Versicherungsmakler, er sucht einen Bankangestellten, er sucht eine Bankfiliale. Oder er kann eben auch dort eingeben und sagen, er sucht hier wirklich den unabhängigen Berater. Und das ist eine schöne Plattform und da kann man wirklich auch nach dem Wohnort gehen, Umkreissuche von 25 bis 50 Kilometern. Und dort sind auch echte Kundenbewertungen drin. Das heißt, die werden auch manuell geprüft. Das ist also nicht irgendein Roboter, der da im Hintergrund irgendwie nur guckt, ob die Buchstaben hintereinander passen, ja, sondern die werden gecheckt. Und das ist nochmal so mein Geheimtipp des Tages für heute.